Hallo ihr Lieben, einige von euch wollten wissen, wie ich diese Quasten für mein New York-Tuch hergestellt habe. Und das möchte ich euch heute zeigen. Das ist wirklich sehr, sehr einfach und es sieht wirklich ganz toll aus. Ich habe schon mal eins vorgearbeitet in einer anderen Farbe. Und was ihr benötigt, ist einfach eure ausgewählte Wolle, eine Schere und ein Stück Pappe. Ich habe jetzt hier eins vorbereitet, genau in der Größe, in der ich auch meine hergestellt habe. Also ihr nehmt euch ein Stück Pappe. Die Breite ist egal. Also das könnt ihr wirklich abschneiden, wie ihr möchtet. Wichtig ist einfach nur die Höhe. Für meine Quasteln habe ich 10 cm gebraucht. Also ihr schneidet einfach ein Stück Pappe ab, dass die Höhe von 10 cm hat. Und wie das jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, als allererstes nehmen wir unsere Wolle und wir schneiden zwei Fäden ab. Also macht ihr ruhig ein bisschen länger. Also einfach zwei Stücke abschneiden. Könnt ihr auch in der gleichen Länge machen. Ihr nehmt das Ganze einfach und schneidet erstmal zwei Fäden ab. Die legen wir erstmal zur Seite. Wir nehmen jetzt unser Stück Pappe, legen die Wolle einfach an und fangen an, die Wolle zu wickeln. Und ihr wickelt und wickelt und wickelt. Ich habe circa 20 Mal drumherum gewickelt für die Stärke von meinen. Also so sehen die aus. Ihr könnt es natürlich so dick, so dünn machen, wie ihr möchtet. Und ihr wickelt jetzt einfach weiter, bis ihr die gewünschte Dicke erreicht habt. So, ich habe das Ganze jetzt circa 25 Mal drumherum gewickelt. Wir nehmen das jetzt und legen es einfach ab. Also wenn ihr es dicker haben möchtet, wickelt einfach weiter, bis ihr dann die gewünschte Dicke erreicht habt. Und wir schneiden den Faden hier unten einfach ab. Wir legen es seitlich. Wir nehmen jetzt einfach unseren Faden, also einen davon brauchen wir jetzt. Und wir heben das Ganze hoch und gehen mit dem Faden durch. Ich ziehe das jetzt immer gerne nach oben. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Dann nehmt ihr das Ganze einfach und macht einen Knoten. Und wir ziehen schön fest. Es ist nicht schlimm, wenn es ein bisschen verrutscht. Wichtig ist einfach nur, dass der Knoten auch gut hält. Ihr könnt auch zwei, drei Knoten machen. Einfach schön zuknoten. Und noch einen. Der Knoten ist jetzt fertig. Ich halte es immer gern hier oben an den beiden Fäden fest. Und jetzt zieht ihr die Wolle einfach von der Pappe runter. Die Pappe könnt ihr jetzt weglegen. Und so sieht das jetzt aus. Ordentlich nach unten und legen es einfach ab. Wir brauchen jetzt unseren zweiten Faden. Den legen wir jetzt einfach drunter. So. Und jetzt machen wir einfach wieder einen Knoten. Und ziehen das Ganze schön fest. Auch hier könnt ihr dann wieder zwei, drei Knoten machen, dass das Ganze auch schön hält. Den zweiten Knoten und ich mache noch mal zur Sicherheit einen dritten Knoten. So sieht das jetzt aus und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ihr nehmt eure Schere, immer schön aufpassen, dass ihr die Fäden hier oben nicht abschneidet, also legt die am besten nach hinten. Das Ganze schön fest. Und jetzt geht ihr einfach in diese Schlingen hinein
und schneidet ab, dass ihr auch alle schön durchgeschnitten habt. Einfach abschneiden. Und wie ihr seht, ist das jetzt noch nicht ganz gerade. Ich nehme das dann immer gerne mal mit den Fingern und schneide die Fäden einfach ab, die mich stören, dass das alles auch schön gleichmäßig ist. So. Und so sieht das jetzt aus. So, und eure Quaste ist fertig. Ihr seht, es ist wirklich ganz, ganz einfach und es macht wirklich sehr viel aus. Also ich habe jetzt hier an dem New York-Tuch 3 Stück benötigt und ihr befestigt die ganz einfach. Ihr holt einfach eure Quaste, geht dann einfach durch. Und auch hier knotet ihr das Ganze einfach fest. Also ihr nehmt das Ganze, knotet es fest. Was ihr dann auch machen könntet, das habe ich jetzt aber nicht gemacht, aber das könntet ihr machen, dass ihr einfach die 2 Fäden jetzt nimmt und die dann einfach noch hier rein vernäht. Ihr befestigt das Ganze, wie gesagt, mit einem starken Knoten oder 2, 3. Und dann ist das Ganze auch befestigt. Ich habe dann einfach den Faden noch genommen. Hab's abgeschnitten und fertig. Und ihr seht, es bewegt sich, es ist wirklich total schön. Und ich habe den auch dann gewaschen und es ist wirklich nicht abgegangen. Also ihr seht, ich habe hier nichts vernäht. Ich habe einfach nur einen Knoten gemacht und die Fäden abgeschnitten. Und das klappt wirklich wunderbar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet die Quasten gut nacharbeiten. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Tschüss!